Hallo liebe Zuschauer, ich besuche heute den Tamarind Night Market oder Food Market, wie man das nennen will. Ich habe jetzt gerade mal gedacht, ich hätte eine ruhige Ecke gefunden, dass ich hier was aufsprechen kann, aber es ist ein bisschen schwierig hier. Ein bisschen lärmig wieder überall. Ah, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich zeige euch heute diesen Markt. Von dieser Art Märkte gibt es etliche in Hua Hin. Mir fallen jetzt gerade vier ein, aber ich muss sagen, vom Ambiente und so weiter, von der Gestaltung finde ich den am schönsten. Hier überfliege ich den Nachtmarkt mal eben mit der Drohne und ein kurzer Schwenk in die untergehende Sonne. Und das ist der Markt von oben. Dieser Markt ist nicht jeden Abend, sondern nur Freitag, Samstag, Sonntag. Die Aufnahmen sind also etwas früher entstanden, aber am gleichen Tag natürlich, wo es noch heller war, das sieht man ja. Da war noch nicht ganz so viel los, aber es hat sich dann ganz schnell gefüllt, der Markt. Hier die Musik. Ist also ganz nett gemacht, muss ich sagen. Was ich auch an den Besucherzahlen widerspiegelt. Also in diesem Karree ringsrum um den Markt quasi die ganzen Stände
wo die verschiedensten Sachen angeboten werden. Und das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Es ist auch erstaunlich, in Thailand ist, wenn man da nach durch Städte, auch durch Dörfer fährt, es ist immer irgendwo Markt und Geschäftigkeit und Verkauf und erstaunlich ist, oder ich staune immer über diese unglaublichen Mengen, die da vorgehalten werden, und frage mich, ob das wirklich alles an den Mann oder an den Kunden gebracht werden kann. So, und da geht es jetzt rüber direkt, das ist nur durch diese Straße, die man da unten sieht, getrennt, dieser Kikata-Markt. Da fliegen wir jetzt mal kurz drüber. Sieht von oben eigentlich schön aus, aber irgendwie hat er auch nicht den Zuspruch wie der Tamarind-Markt. Beide Märkte waren lange Zeit geschlossen letztes Jahr. Weiß gar nicht, wann die wieder aufgemacht haben. Aber auch dieser Markt hat die gleichen Öffnungszeiten, wenn man so will, also auch Freitag, Samstag und Sonntag. Ah, dahinter ist noch eine schöne Ferienanlage, nehme ich mal an, wie das aussieht. Da nochmal der Tamarind-Markt. Und noch eine kurze Exkursion zum Holiday Inn, das gleich gegenüber steht. Ich finde den Bau von außen wirklich nicht ansprechend, aber es scheint sehr luxuriös zu sein. Und hier sieht man oben quasi auf dem Dach die Poolanlage dieses Hotels. Ich weiß die Preise nicht, aber es dürfte nicht ganz billig sein da drin. So, Essen gibt es hier reichlich und ich muss sagen, er ist sehr gut besucht heute am Samstag. Unglaublich viele Leute. Ich habe eben erzählt, dass das der schönste Nachtmarkt ist, den ich kenne in Hua Hin. Es ist aber auch der teuerste, das muss man ganz klar sehen. Das ist also hier schon mehr touristisch angelegt. Und die Preise sind mitunter anderswo wesentlich günstiger. Aber das hält die Leute nicht davon ab, wie man sieht, den zu besuchen. Gleich gegenüber ist noch der sogenannte Kikada Market. Das ist im Prinzip das gleiche nochmal, aber ich finde nicht so schön aufgemacht und hat auch wesentlich weniger Besucher. Ja. Was mir heute auffällt, dass auffallend viele Russen wieder hier sind. Das hat man in den letzten Monaten oder kann schon fast sagen Jahren überhaupt nicht mehr gesehen. Hallo. Oh, Monsoon Valley Wein, ja. Ja. Ja, das verkneife ich mir hier. Ja, hier spielt auch eine Musik, wie man sieht, oder hört, besser gesagt, oder beides. Das finde ich ganz okay, wie die das machen. Die spielen so ein bisschen im Hintergrund, dezent, während auf anderen Märkten, wenn die anfangen, kann man nur noch die Flucht ergreifen. So laut ist das. Thank you.
ist in die letzte Ecke besetzt, der Markt heute. Und an Auswahl fehlt es wirklich nicht. Es gibt ein sehr vielfältiges Angebot an Essen. Ja, schon wieder Russen. Sowas. Ha, yo. Hallo. Hallo. Was es hier alles gibt, wirklich. Die verkaufen auch hier viel. Das muss man schon sehen. Ja, sagen. Doch. Jetzt haben wir fast alles abgeklappert, bis auf das da drin. Und hier daneben steht ein Pizzaofen und hier die Auswahl an Pizzen. Naja, es geht gerade noch vom Preis, aber naja. Ich muss mich heute noch unbedingt gegen den Virus schützen. Deswegen kaufe ich mir jetzt hier am besten an meine wissenschaftlichen Studien ergeben. Chang? Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, man kann mich einigermaßen erkennen im Halbdunkel hier. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal an dieser Stelle. Auch einen herzlichen
Dank an all die neuen, vielen neuen, muss ich sagen, Abonnenten, die in den letzten Wochen dazu gekommen sind bei mir auf dem Kanal. Dankeschön. Und jetzt stehe ich hier quasi vom Eingang des direkt gegenüberliegenden Marktes, am Gikada-Markt, aber den schaue ich mir heute nicht an. Da ist auch wesentlich weniger los. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, wohlgelaunt und bis zum nächsten Mal.